Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin mit einer Schere bewaffnet, was heißt das wohl? Ich habe ein Tauschpäckchen bekommen und zwar diesmal von der lieben Katharina. Wir hatten uns über Instagram geschrieben, wir kannten uns auch schon vorher, haben einen kleinen Tausch ausgemacht, das ist das Paket und das machen wir jetzt gemeinsam auf und gucken rein, schnüffeln uns durch und haben hoffentlich ganz viel Spaß. Dieses Video kommt halt erst jetzt online, weil, ja, Herbst, Winter sind halt so Zeiten, wo man ganz besonders viel Kerziges hat und anliegt. Das bedeutet, ich bin ganz schön in Verzug. Ich drehe das hier im November. Ihr könnt sehen, wie sehr ich im Verzug bin. Natürlich sind ein paar Videos geplant dazwischen, die ich noch nicht gedreht habe, noch nicht drehen kann, aber... Ich hoffe, liebe Katharina, du nimmst mir das nicht übel, dass das so lange dauert. Ich habe als erstes einen kleinen Zettel gefunden mit einer Botschaft an mich. Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat und bin gespannt, was so drin ist. Man sieht als erstes eine Serviette. Wie so oft finde ich immer gut, dass man nicht sofort reingucken kann, sondern erstmal ein bisschen wühlen muss. Wenn man die allerdings abnimmt, sieht man schon ein bisschen mehr, nämlich Süßigkeiten, Sachen für den Gaumen. Ich fange mit diesem Tütchen an. Das sieht nach Tees aus. Wir gehen einfach mal durch. Teewicht. Oh, ich liebe Teewicht. Einmal habe ich Limette-Minze Frio von Teekanne. Das sind diese kalt aufgegossenen. Die finde ich ganz toll. Ich trinke Tee, es sei denn, es ist jetzt wirklich Herbst, Winter, auch super gerne kalt. Eigentlich nur kalt. Und die sind immer ganz praktisch, weil man den nicht erst kochen muss, sondern direkt kalt aufgießen kann. Kinderkräutertee, auch wie süß. Fruchtige Waldfruchtnote. Kindertees sind ja immer sehr bekömmlich, mag ich auch gerne. Kräutertee finde ich dann mal echt spannend. Silberlindenblüten. Pfefferminzblätter. Wir werden sehen, ob ich das gut trinken kann. Sieht aber auch sehr schön aus. Vom Teewicht. Teewicht kenne ich, mag ich sehr, bestelle ich auch ein bis zweimal im Jahr so ungefähr. Dann habe ich hier Mesmer plus Biotin. Auch nicht schlecht, ne? Ist das eine Aprikose oder ein Pfirsich? Früchtetee mit Biotin und Aprikosenaroma. Eine Aprikose. Sehr schön. Gelbe Tees finde ich auch immer gut. Dann habe ich hier von Westcliff Saludos del Sol, spritzige Orangenaprikose. Klingt gut. Klingt sehr gut. Und nochmal Mesmer, grüner Tee Zitrone. Auch schön. Grüner Tee ist immer so eine Sache, finde ich schwierig zuzubereiten, weil wenn der zu lange drin ist, schmeckt das ja gar nicht mehr. Aber das kriege ich schon hin. Und nochmal Westcliff, Karamell Vanilla Brownie. Lecker. Lecker, 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 lecker. Ja, das war mein Teetütchen. Vielen lieben Dank dafür. Dann habe ich hier noch was für den Gaumen. Ein Süßigkeiten-Tütchen. Mal schauen, was da so drin ist. Beziehungsweise einige Sachen sehe ich ja schon. Da ist zum Beispiel drin eine Rolle Giotto. Immer wieder lecker. Kaufe ich mir super selten, esse ich aber echt gerne. Giotto finde ich gut. Eine Tafel Milka-Schokolade. Krass, eine ganze Tafel. In Erdbeer, Strawberry. Mhm. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Dann... Es raschelt furchtbar, ich weiß, es tut mir leid. Halloween Marshmallows. Ja, ihr seht, es ist noch Herbst im Grunde, wo ich das drehe. Die landen bei mir im Kakao, auf jeden Fall. Jetzt noch im Winter. Schöne Größe, gefällt mir. 20 Gramm, super. Halloween Marshmallows. Dann süße Weihnachten von Haribo. Sehen aus wie Lebkuchenmännchen, von Farben her wie so Cola-Fläschchen. Bin sehr gespannt. Und ein Hitchler Softie Cowbonbon. Lecker.
Mag ich. Mag ich alles. Finde ich super. Dann habe ich noch was fürs Bad bekommen, und zwar eine Haarmaske von Isana, Blütenkraft, 3-in-1 Haarmaske, Magnolienblüte und Rosenwasser. Mag ich gerne. Ich liebe es, so zu Wellnessen irgendwelche Masken aufzutragen. Und da dürfen die Haare ja nicht zu kurz kommen. Und jetzt sieht man Duftis. Ich tauche ein und finde als erstes Starfruit. Steht einfach nur mit einem Stift drauf geschrieben. Da könnte eine Abgießung sein. Oh ja. Sehr fruchtig, sehr gelbfruchtig. Gefällt mir. Ist ein sommerlicher Duft. Wird bei mir zum Einsatz kommen. Eskimo Kisses. Finde ich einen total schönen Duft. Hatte ich letztens schon mal im Tauschpaket. Diesmal sind es zwei Cubes. Ja, der ist kuschelig, kühl. Ich finde ihn auch leicht maskulin. Gefällt mir gut. Und das Label ist ja wohl mal Zucker. Total schön für all unsere Tierliebhaber. Ich mag das gerne. Ich bin ja eher der Katzenmensch, nicht der Hundemensch. Trotzdem finde ich auch so Label, wo Hunde drauf sind, immer sehr schön. Bunny Cupcake von Goose Creek. Da sind auch noch zwei Stückchen drin. Ja, das ist ein gar nicht so foodiger. Foodiger. Ich finde dieses Wort immer komisch, aber wie sagt man das? Gar nicht so sehr foodie-mäßiger Duft. Er hat was natürlich von einem Cupcake. Er hat auch was Süßes. Ich finde ihn auch ein bisschen künstlich, so nach, ja, künstlichen Aromen im Zucker. Finde ihn aber gut. Den kann ich durchaus mal durchdüfteln. Ich würde den mir jetzt nicht irgendwie als Glas kaufen. Im Gegensatz zum Eskimo Kiss oder wie der da hieß. Eskimo Kisses. Den würde ich auch als Glas nehmen. Bräuchte ich den Bunny Cake nicht, aber so heißt er nicht. Bunny Cupcake. Aber trotzdem werde ich ihn gerne düfteln. Duft Zauberliebe. Und zwar Sandelholz-Vanille. Sandelholz-Vanille geht immer. Ein ganzes Scentshot. Ja, ein sehr schöner, weicher, holziger Duft. Gefällt mir gut. Leicht parfümig durch das Sandelholz. Schön. Ja, den mag ich sehr. Schön, freue ich mich. Duft Zauberliebe. Weiß ich gar nicht, ob ich da schon mal irgendwas von hatte. Bin mir nicht sicher. Happy Melts Honey Vanilla. Ich bin dein Duftmeld. Aha. Honey Vanilla. Also so sieht's aus. Ist so in ein Tütchen eingepackt. Honig und Vanille. Könnte gut sein, kann aber auch schnell mal. Oh, schön. Man sieht das, glaube ich, nicht, aber da ist so eine Biene drauf, wie auf so einer Medaille. Sieht schön aus. Also Honigdüfte können für mich schnell mal zu viel werden. Der ist noch so an der Grenze. Es ist ein authentischer Honig, meiner Meinung nach. Richtig stark auch. Aber durch die Vanille abgerundet und dadurch eben erträglich für mich. Schön. Ja, werde ich auch sehr gerne benutzen. Vielen Dank. Ich habe in diesem Video noch nicht gesagt, dass ich Tauschpakete liebe. Ich liebe Tauschpakete. Ich finde das so schön. Es macht Spaß, die fertig zu machen. Es macht Spaß, die auszupacken. Es ist einfach schön. Iceflower, Eismädchen. Ein schönes Label. Ein großer Scentshot, voll. Süß verziert auch mit einer Schneeflocke drauf. Oh ja, der ist schön. Der ist kühl, leicht minzig, aber auch süß. Schön. Auch cremig dazu, gefällt mir. Hoffentlich nehme ich den wahr. Ich habe ja immer dieses Problem mit den Iceflower Melts, dass ich die oftmals nicht wahrnehme. Ich hoffe darauf. Es ist besser geworden. Meine Nase wird vielleicht auch trainiert, ich weiß es nicht. Es ist besser geworden und ich hoffe, dass ich diesen auch sehr gut wahrnehmen kann. Denn ich mag ihn sehr. Dann kommen wir wieder zu einem kleineren Scentshot, auch von Iceflower für dich.
Das sind, so viel ich weiß, immer die Goodies. Diesmal ist es ein lilanes Melt mit Glimmer drauf. Ich kenne diesen Duft irgendwoher. Für mich ist das ein Dupe von irgendwas. Aber ich weiß nicht wovon. Der hat was Erkältungsätherisches, finde ich. Total spannend. Ich kenne den irgendwoher. Vielleicht auch von Lush irgendein Produkt. Ich weiß es nicht. Gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, ich nehme ihn wahr. Das hoffe ich sehr. Dann habe ich hier Wachsmacherei Warm Vanilla Sugar and Pure Softness. Zwei Stücke aus so einer Tafel. Und so braun. Oh, der ist schön. Der ist richtig süß. Hat auch was Cremiges. Ich finde auch was Würziges. Ah, schön. Sehr, sehr schöner Duft. Kann ich mir auch in jedem Zimmer vorstellen. Vom Bad bis zum Büro, Wohnzimmer. Wunderbar. Küche vielleicht nicht. Obwohl Warm Vanilla Sugar würde da auch reinpassen. Aber ich glaube, dass das durch dieses Pure Softness eben so weich gemacht wurde, dass mir das in den anderen Zimmern besser gefallen wird. Ich bin sehr gespannt. Dann habe ich hier. Ach ja, das wusste ich. Ich wusste, dass sie ein paar Scentsy-Sachen abgeben wollte. Das hatte sie mir gesagt. Und wir hatten halt dann ausgemacht, dass daraus ein Tauschpaket wird. Ich wusste, dass sie Toasted Acorn and Oak mir geben würde. Das ist auch noch voll. Scheint ihr nicht zu gefallen oder so. Ich weiß es nicht. Mir gefällt es ja sehr gut. Es ist so ein schöner Herbstduft. Sehr holzig, leicht würzig. Mag ich sehr gerne. Und ich bin froh, dass ich dann noch ein Backup davon habe. Und ich weiß jetzt auch, wer die Sensi-Beraterin ist, bei der habe ich auch schon mal eingekauft. Almond Cream. Davon sind noch zwei Stückchen da. Ja, Mandelcreme. Das passt schon. Es hat nur eine Unternote, wo ich noch nicht weiß, ob mir die gefällt. So eine parfümige Unternote. Und ich finde, bei Almond Cream erwarte ich das nicht unbedingt. Kann aber sein, dass das warm dann eben noch, ja, das Ganze noch schön abrundet. Ich werde das auf jeden Fall selber testen. Zwei Stücke kriege ich davon auf jeden Fall durch. Fast voll. Stargazing. Auch ein Duft, der mir immer sehr, sehr gut gefällt. Das ist so ein starker Wäscheduft. Die große Schwester von Jammy Time. Wunderbar, ich mag den Stargazing. Ich habe da jede Menge von, aber kann davon auch gar nicht genug haben. Ich finde den super. Dann finde ich hier gerade Wachsmacherei Vanilla and Lace. Auch wieder zwei Stücke aus so einer Tafel. Schauen wir mal. Ein sehr sanfter, vanilliger Wäscheduft, meiner Meinung nach. Schön, gefällt mir. Nehme ich sehr, sehr gerne. Das ist für mich ein Schlafzimmer- oder Badezimmerduft. Aber schön. Supi. Und Party Light Velvet Plum. Das sind zwei Stücke aus so einem Clamshell von Party Light. Velvet Plum. Oh ja, oh. Das ist eine schöne Pflaume. Relativ authentisch sogar, finde ich. Hat aber auch eine kühl-parfümige Unternote. Ah, schön. Schön, gefällt mir. Und der riecht auch relativ stark. Da habe ich auch Hoffnung, dass der auch gut raumfüllend ist. Was bei Party Light ja auch nicht immer der Fall ist, aber oft. Dann habe ich noch bekommen Scentsy Mix It Spun Sugar and Vanilla aus der Mix It Collection. Auch schon wieder so eine Szene, ey. Oh, manchmal habe ich echt ein Talent, die Sachen rumzuschmeißen. Mix It. Mix It Collection habe ich nicht mitgekriegt. Sind wahrscheinlich halt gute
ja, Düfte zum Mischen. Es ist annähernd voll. Zwei Cubes fehlen. Sponge Sugar and Vanilla. Dass viel Vanille drin ist, kann man am Clamshell sehen. Das ist ganz schön verfärbt. Ja. Ja, ist ein schöner Zuckerwattenduft. Sehr warm auch. Ich kann mir den wirklich gut als Mischduft vorstellen. Mit ja, vielen Sachen. Mit fruchtigen Sachen. Mit Bakery-Sachen, um das vielleicht ein bisschen weicher zu kriegen. Freue ich mich. Kenne ich nicht. Teste ich sehr gerne aus. Finde ich super. Und das letzte Teil, von dem ich auch wusste, war Vanilla Bourbon. Und zwar davon die Pods für den Scentsy Go. Ja, es ist ein Vanilleduft, der leicht ins Männliche rutscht. Ich glaube, der ist auch aus der Vatertagskollektion oder sowas. Der hat was Holziges dazu. Ich finde ihn gut. Ich mag den und freue mich, dass danach dann demnächst vielleicht auch mal mein Auto riecht. Ja, das Paket ist leer. Es war ja auch nicht so eine Riesenmenge ausgemacht. Ich finde alle Düfte gut. Ja. Ich habe keinen zur Seite gelegt, der mir nicht gefällt. Von daher war das ein sehr schönes Paket. Ich habe mich über den Tausch sehr gefreut, liebe Katharina. Immer wieder gerne, wenn du mal wieder was hast, was du nicht magst, aber denkst, das könnte mir gefallen, melde dich einfach. Ich tausche gerne mit dir. Ja, meine Lieben, das war's für heute. Ein kurzes Video. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen einen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr das Video gesehen habt. Bleibt mir gesund, bis zur nächsten Woche. Eure Petra.